Hallo, herzlich willkommen von WOMAdventure. Ja, diesmal geht's in die Emirate rein und auch nach Saudi-Arabien. Dann sehen wir uns ein paar Sehenswürdigkeiten an und es wird noch lustig. Ja, okay, dann bis später. Wir reisen jetzt hier in der Dunkelheit in die Emirates bei Al Ain. Es reflektiert hier alles ein bisschen, aber es hat auch Finster. Wir sind jetzt bei Al Ain und reisen aus dem Oman aus und besuchen jetzt noch die Emirates. Das ist hier die Grenze. Hast du dich verfahren? Ab in die Arrival Lounge. Die schaut ganz angestrengt. Und jetzt kommt gleich das Vögelchen raus. Also das ist jetzt der Scannerbus und der an dem, da muss man da vorbei, beziehungsweise der fährt an einem vorbei. Das haben wir so jetzt auch noch nicht gesehen, aber es scheint zu funktionieren. Das Tierfutter über die Grenze transportiert, sieht ja ganz nett aus. Wir sind nun in den Emirates. Und gleich die erste Schwelle. Hier steht der Camper vor der Al Ain Oasis und es ist Mittagshitze, man sieht es an den Hunden. Hier in Al Ain, in der größten Al Ain Oasis, da gibt es natürlich neben diesen Dattelplantagen auch ein bisschen Tourismus und ganz chillige Kaffeeoasen zum Entspannen. Hier trifft modernes Edelstahldesigns auf eine Bank aus einer alten Dattelpalme. Das ist schick. Die gesamte Palmenhain ist durchzogen von diesen Bewässerungssystemen. Das ist ein ganz ausgeklügeltes System, Verleihsystem, uralt und holt das Wasser letztlich aus den Bergen hier ins Tal und funktioniert bis heute. Tja, und so wandle ich hier ein bisschen durch die Palmenplantagen, denn hier hat es so viel Schatten. Herrlich im Vergleich zur Hitze draußen. Fernab der Großstadt, hier in dieser Oase, nur Vogelgezwitscher. Wir haben eine Planänderung gemacht wegen diesem kaputten Kühlschrank und sind jetzt in die Emiraten eingereist und gleich mal unterwegs nach Abu Dhabi. Wir sind noch nicht in Abu Dhabi, aber das ist der Wahnsinn, was hier geboten wird. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber alles beleuchtet. Oh, da kommt eine Schwelle. Hoppla. Ja. So, kleine nächtliche Sandfahrt, weil wir sind nämlich gerade stecken geblieben und da hinten ist ein Platz, gleich neben dem Al-Sayed Festival und jetzt muss ich erstmal Reifendruck runter, aber jetzt geht es dann in Sandfahrt ganz easy. So, jetzt ist er weg im Dunkeln. Willkommen in Abu Dhabi! Ich denke, der Turmbau zu Babel war nichts dagegen. Hey, das ist ja Wahnsinn. Vor dem Royal Palace des Sheikh Zayed. Der ist natürlich mega spektakulär. Hier ein bisschen im Abendrot schon. Ja, so sieht das aus. Grün versus blauer Himmel und Palmen versus Wolkenkratzer. Es ist schon speziell hier. Sheikh Zayed hat hier mit Wasserspielen und Palmen und Prunk und Lichter schon ein Riesengebäude geschaffen. Das ist wirklich prächtig.
Palast gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Also hier kann man essen, schlafen, beten, Business machen, einkaufen und. Die zentrale Halle hier ist eine Größe, es ist eine Pracht, es ist sehr umwerfend. Ich bin geflasht. Hier mal ganz königlich in die Damentoilette. Auch da, kein Wunsch bleibt offen. Viel Pracht. Nacht ist natürlich alles prächtigst beleuchtet, also kann man natürlich mal gesehen haben, jetzt für uns Naturmenschen ist es echt besonders, aber sehenswert. So, ich bin in einem Dogpark hier in Abu Dhabi. Es gibt also Menschen, die haben hier Hunde. Oh mein Gott, she's jumpy, sorry. I know. She's 6 months old, and she's only that tall. Actually, I wonder if she's a little bit older, because I'm looking at her. Also Abu Dhabi, man sieht, es war mal alles Palmen und Wüste. Und dann beginnt auf einmal der riesen Skyscraper. Hier der Corniche, der Boulevard. Und dann die ganze Skyline. Es ist echt besonders. Wir verlassen Abu Dhabi schon wieder. Wir sind hier nur kurz gewesen. Und es ist gerade Sandsturm. So sieht die Stadt aus bei Sandsturm. Wir haben hier nicht nur Sandsturm. Oh Scheiße, ein Auto brennt. Und zwar Vollgas. Oh Gott, die Ladung. Ach du Scheiße. Also rechts ist die Küste, deswegen steigt hier der Meeresspiegel, weil der ganze Sand geht ins Meer von der Rubalkali. Und so sieht das aus, wenn man im Sandsturm auf der Autobahn fährt. Überholen.
So, gestern Nacht sind wir noch bis zu einer Autobahnraststätte gefahren. Weil der Sandsturm heftig getobt hat, haben wir uns hinter einem Haus versteckt. Und das ist so eine saudische Autobahnraststätte mit ein paar kleinen Jobs. Der Sandsturm tobt immer noch und hier gibt es keine Schneepflüge, sondern Schaufelbagger, die den Sand immer mal wieder wegmachen. Auf der ganzen Strecke ganz viele. Immer noch heftiger Wind von der Seite, das bläst einem fast um. Und hinter den Dünen hier ist wieder schön Wind geschützt und dann kommt es wieder. Also man braucht fast beide Spuren. Das ist ja wie im Nebelfahren. Vor mir sind drei LKW, man sieht aber nur den hintersten. Jetzt sieht man kaum mehr nach vorne. Es ist ja wie im Nebel. Das ist Wahnsinn. Jetzt geht's gerade wieder. Kurze Pause und meine Felge wurde sandgestrahlt. Ist im Fall echt so. Das Teil ist nochmal als dunkelbraun, das Messing glänzt jetzt schön wieder, auch hier. Alles sandgestrahlt. Tipptopp. Also Sandstrahlen einfach mal durch die Wüste fahren. Hin und zurück. Wir sind in Riad. Wir stehen vor der schweren Entscheidung, unsere alte Chiara gehen lassen zu müssen. Und der René hat heute einen Platz gefunden. Und heute ist ein Schläferungstermin. Sie kann fast nicht mehr laufen, fällt fast um, frisst nicht mehr so gut. Hier zwitschern die Vögel im Wadi Hanifa und hier hat auch die Chiara jetzt ihren letzten Ruheplatz gefunden. Gestern haben wir sie einschläfern lassen müssen. Es gibt auch nicht viele Ärzte, die das überhaupt machen. Deswegen mussten wir hier nach Riad, stehen hier im Nachbarort Diriyya und haben hier zwei Nächte verbracht, um uns zu verabschieden. Und jetzt werden wir dann weiterreisen. Und wir haben jetzt zwei Hunde, die mit uns reisen. Wir sind etwas unterhalb von Riad und an einem wunderschönen Ort angelangt. Es fließt Wasser. So, also das muss ich jetzt mal filmen, weil wir sind hier eigentlich in einer öffentlichen Straße und wir sind hier auch bei einem Lake Park mit Visitor Center, bla bla. Aber die stellen sich total an, dass wir jetzt hier nicht fahren dürfen mit unserem Truck. Und jetzt hat er sich sogar quergestellt, weil Englisch sprechen sie nicht, dass wir da auf Ja nicht durchfahren. Ich frage mich, wozu sie dann so einen Park machen. Weil sie uns diese Straße nicht fahren lassen, geleiten sie uns jetzt mit völliger Unverständnis von unserer Seite irgendwo hin. Also hier ist tatsächlich eigentlich keine Sau, aber sie regen sich auf, weil unser Fahrzeug einfach zu groß ist, ja? Und wir hier nicht stehen dürfen, wie auch immer. Es ist ein Aufschuss, ist echt nicht. Ein Aufstand hier wegen unserem großen Auto. Mein Car is not big! Ja, im nächsten Abschnitt, da lache ich mich zu Tode und zwar, weil ein Ranger im Auto saß und der hat sich krumm gelacht über diese ganze Situation und es war einfach lustig für uns alle, deswegen dieses, ja, Gelächter. This is parking space here, or not? Huh? Wird so nicht mal hier die Straße überdrehen. Mario! 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 Hi, hi, fine. But we don't understand your rules. It's crazy. No, small, the big! The big, look! Ah!
Frag ihn doch mal. Is the street so weak? Or is the street breaking? Or what is the street problem? Or do we... is the side seeing too... for the others to see? Also die großen Fahrzeuge, der Trailers dürfen hier stehen. Also irgendwie haben sie sich jetzt geeinigt, weil wir sind eigentlich kein Trailer. Das scheint jetzt irgendwie. Also ich glaube, verboten ist nur für Trailer und jetzt sind sie sich im Klaren, dass wir hier doch stehen dürfen. Trailer sind die Wohnwagenanhänger. So, also. Instagram. So, jetzt haben wir ihnen versprochen, sie sind auf YouTube, aber ihr Gesicht wird geschwärzt. Und dann ist es wohl okay. Inshallah, so Gott will, dürfen wir jetzt hier stehen bleiben. Also ich glaube, die haben hier Anordnung, dass einfach keine Caravans stehen dürfen. Und Caravans sind hier diese, keine Trailers stehen dürfen. Trailers sind hier die großen Wohnwagenanhänger der Araber. Aber ob das nun ein Caravan ist oder nicht, oder ein Expeditionswohnmobil, das ist gerade hier am Definieren. Jedenfalls ist es lustig. My car is too big. Yeah. What is the problem? Small car can stay here. Small. Yeah. And I'm too big. Yeah. Why? This is this. Right here. It's not my hair. It's not my hair. This direction, you know, I'm a citizen. I'm not work with them. But they all cannot speak English. No, they can. Yes. No, I visited Switzerland and there is no too much people can speak English. You know, like here. Also man ist hier nicht allein. Können wir die nächsten Lebens besuchen? Wow. Eight! Große. This dad, this mom. Ah, mom. Seven, seven. Yes. Good man. Oh, no. Ja? Oh, ich glaube, die Bemerkung war jetzt nicht so gut. Für den. Jetzt fragt er dich, wo deine fünf Frauen sind, René. Stimmt's? Also, jetzt sind wir in diesem Lake Park hier südlich von Riyadh und die lieben natürlich das Wasser. Und hier hat es auch riesen Fische drin in diesem Park. Und zwar zig. Man darf aber nicht angeln. Glücklicherweise für die Tiere. Und es ist eigentlich total einsam. Obwohl sie ja einen riesen Aufwand betrieben haben, aus diesem See eine Freizeituferpromenade zu machen. Sind wir an diesem wunderschönen Lake mit diesem künstlichen Wasserfall. Und so groß ist der Lake. Lake Al-Halyer, aber künstlich angelegt. So, wir sind 300 Kilometer weiter von Riyadh in Layla und jetzt dürfen wir hier in diesem Dorf ein Haus angucken von innen. Das Dorf ist halb ausgestorben, aber es gibt noch solche Traditionshäuser wie hier. Wow. Sehr schönes Haus, ne? So, und hier wird gewohnt. Kleiner Raum. Jetzt führt mich noch in einen Raum. Aha. Diese Treppe ist von Hand gemacht. Leicht Gefälle. Und wir gehen da in den ersten Stock. Der ist ganz stolz, dass er uns sein Haus zeigen kann. Wunderbar. Jetzt sind wir auf dem Dach. Das ist das Dach. Ja, hier ist der Brunnen von Alt Layla. Wir sind hier wirklich in der Altstadt. Und hier gibt es sogar ein Museum. So, jetzt sind wir wieder woanders noch hingeführt worden. Und dürfen da rein.
Das ist neben dem Museum. Wobei das wie ein Museum ist. Also die Antike mit der Moderne. Jetzt hat er uns noch ein Schwert in die Hand gedrückt. Was? Sie meint, sie soll mich mit dem schlagen, meint er. Zero! 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 Stunde Null hat ihr geschlagen. Zero! Zero! Zero, warum? Warum Zero? Also interessant ist es alle Weile. Dieses Museum. Oh, sogar das wird gesammelt. Wow. Also das Zeug hat, glaube ich, bei uns Werte. Das ist, glaube ich, seine Leidenschaft. Das ist Wahnsinn. Und hier gibt es ein ganzes Dorf. Zum Anzuschauen, wie man es früher gehabt hat. Oh, da hinten alte Mercedes-Radkappen sogar. Vielleicht sucht einer von euch noch eine alte Radkappe. Diese Kommoden, diese Möbelstücke, auch speziell. Hä? Ja, richtige Zeitgeschichte, kleine Mühlsteine. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wir gehen jetzt hier mal essen und wenn natürlich alles hier so toll ausgestellt ist, dann tun wir uns wieder super leicht. Super. Super, gell? Ja. Also in arabischen Restaurants, wenn eine Frau dabei ist, muss man in die Family Section. Und da kannst du dann schön traditionell am Boden essen. Diese zwei Eimer sind zum Füße waschen. Aber das ist eigentlich super, die gibt es immer auch. Das war nur ein Witz. Jetzt muss ich das so saufen. Ja, ich weiß nicht. Ich hätte Löffel dabei. Serviert hier am Boden auf der Folie. Fertig, unser Mahl ist zubereitet. Schmeckt es wie so Lasagne, oder? Reisgepfeffer, das ist aber viel Brote. Sehr lecker war es. Und nach dem Essen muss man 1000 Schritte tun oder eben auch ein bisschen ruhen. So, wir sind um einen Schlafplatz direkt an den alten Mauern von Al-Amar. Und hier ist natürlich tolle Kulisse. Stehen wir hier, sind schon wieder die Araber da, diesmal sogar mit Pferd. Hello, good evening. Salam. Ja, so, der René will jetzt hier mal reiten gehen. Also, der wollte auch schon mal auf dem Araberpferd sitzen. So, okay. So. Gut. Perfekt. Locker in der Hüfte bleiben. Sehr gut. So, der René macht es gut. Kriegt gerade hier seine Araber-Reitstunde. Sehr gut. And he lost that. Ja? Ist geil. Endlich mal Araberpferd reiten, hä? Sehr gut, hä? Ich glaube, die sind begeistert. Wo geht der Gaul hin? Der geht nach Haus mit dir, René. Und so hat man früher gelebt in Laila. Eine Wohnung haben wir gesehen. Es ist noch eine kleine Stadtruine hier.
Aha, wir sind an der Hauptstraße des Dorfes angelangt. Und? Zwei, eins und da. Ein Teil dieser Altstadt wurde sogar restauriert. Und hier ist der Dorfplatz, da hat das gemeinschaftliche Leben stattgefunden. Mit dem Dorfbrunnen vor uns. Sieht doch schön aus, hä? Du meinst, es war ein Palast? Hier? Das ist das Gebäude, das saniert ist. Diesen alten Stadtteil Amar von Leila, den holt sich hier die Wüste zurück. Es ist absolut faszinierend, was so eine alte Stadt für Perspektiven bietet. Ein Traum. So, diese jugendlichen, leichtsinnigen Jungs, die haben sich da jetzt mal festgefahren. Weil viel Power hilft auch nichts, wenn man schon im Sand drin steckt. Ruckeln ist ja grundsätzlich eine gute Technik, aber wenn man schon so tief drin steckt, ich glaube, braucht es René Schaufel. Eigentlich wollten wir gerade frühstücken, aber das ist jetzt unser Morgenprogramm hier. Jetzt hat es gereicht. Das war es wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann Daumen hoch. Wenn nein, auch Daumen hoch. Nein, war Spaß beiseite. Ja, okay, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.